Hallo und willkommen zur Albenrevue. Nach ihrer ersten Zusammenarbeit in 1973 kamen Robert Fripp und Brian Eno immer wieder im Studio zusammen und nahmen mit ihrem speziellen Modus operandi weitere Tracks auf, ohne allzu konkret einen festen Zielpunkt vor Augen zu haben. Auf diese Weise entstand eine neue Reihe sphärischer Klangkompositionen. Robert Fripp hatte zu jenem Zeitpunkt King Crimson aufgelöst, vorübergehend, wie wir alle wissen. Doch in diesem berühmten Hiatus waren das hier die einzigen Aufnahmen, die er getätigt hatte. Entstanden ist dabei das Album Evening Star, das schließlich im Dezember 1975 auf dem Island Label erschien. Die Fertigstellung dieser LP geschah relativ zeitgleich mit Brian Enos legendärem Album Discreet Music, das nur einen Monat früher herauskam. Dies waren große Jahre der langsamen Geburt des Ambient-Genres. Das spürt man auch auf diesem Album, dessen Tendenz, verglichen mit No Pussyfooting, deutlich mehr zum Sanfteren hinging. Mochte No Pussyfooting durch seine aufnahmetechnische Originalität bestechen, ist es bei Evening Star vor allem die großartige Atmosphäre als eine Metapher für Natur und die Weite des Horizonts, die hier in Töne gefasst wurden. Wobei auch hier gilt, dass seinerzeit dies ein waschechtes Nischenprodukt für Potheads und Psychedelic Freaks war. Heute wird die LP natürlich als ein Meilenstein verstanden und extrem gelobt. Die A-Seite beginnt mit dem organischen Wind on Water. Hier akkumuliert Brian Eno einen dichten Klangteppich aus Synthesizern, in den sich erst ganz unscheinbar Fripps Gitarre hineinmischt. Das Lied basiert stark auf der Tape-Loop-Technik. Eno erschafft hier zurechtgeschnittene Tape-Schleifen, die dann durch ein Tape-Deck laufen. Das Spannende ist natürlich, wenn diese Schleifen unterschiedlich lang sind und der Sound sich immer weiter verändert, ohne jemals wieder an derselben Ausgangsstelle anzukommen. Diese Idee der generativen Musik sollte noch etwas sein, das Eno jahrzehntelang beschäftigen würde. Der Folgetrack ist das Eponym Evening Star. Hier tritt Robert Fripp wieder deutlich in den Vordergrund und beweist erneut, dass auch eine sehr stark verzerrte Gitarre extrem sanft und atmosphärisch klingen kann. Hier wurde der ultimative Soundtrack für einen Sonnenuntergang erschaffen. Das dritte Stück, Evensong, ist eine sanftmütige Meditation mit teilweise ganz kurzen Tape-Loops. Das muss also eine ziemliche Pfriemelarbeit gewesen sein, das alles so zusammenzusetzen. Das Stück ist unter 3 Minuten lang und besteht ausschließlich aus zusammengefügten Samplen, die aber eben mit Hilfe von geschnittenen Tapes eingesetzt werden mussten. Es gab ja keine Sampler. Man überhört das leicht, weil man oft vergisst, dass dies eine rein analoge Ära war. Das letzte Stück auf der A-Seite trägt den Titel Wind on Wind. Auch das ist eine relativ kurze Meditation, die aus kurzen Klangideen besteht, die in diesem generativen Prozess wie ein Kaleidoskop aus demselben Schnipseln immer neue Muster weben. Das Lied mag dann nur 3 Minuten und 14 Sekunden lang sein, doch dieser Prozess ließe sich Stunden und Stunden fortsetzen. Sind erstmal alle Tonbandgeräte eingeschaltet und alle Loops von unterschiedlicher Länge eingespannt, kann eine solche Klangarchitektur Stunden, Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte weitergehen, ohne jemals einen gemeinsamen Ausgangspunkt wiederzufinden. Die B-Seite beinhaltet nur einen Track, ein Index of Metals. Dies ist eine 28-minütige Improvisation, die allein mit ihrer Länge die Grenzen des Machbaren bei einer Vinylscheibe erreicht. Normalerweise ist man beraten, bei 12 Zoll Schallplatten nicht unbedingt über 25 Minuten zu gehen, denn das geht ja sonst auf Kosten der Qualität, wenn man sich dann in dem inneren Bereich der Schallplatte befindet. Ohnehin muss ich eingestehen, dass Ambient häufig besser auf CD funktioniert als auf einer Vinylscheibe. Das mag bei mir somit auch mit einem gewissen Snobismus einhergehen, dass ich diese Beiträge alle auf Vinyl habe. Ein Index of Metals hat einen recht intensiven Unterton. Hier flapsig von Chill-Out-Musik zu sprechen, wäre vermutlich zu verfehlt, da die Sounds teilweise das Dark Ambient-Genre vorwegnehmen und grundsätzlich eine verstörende Stimmung besitzen. Die B-Seite ist also verglichen mit der gänzlich sanftmütigen A-Seite durchaus als sehr düster zu bezeichnen.
Dies ist wie der Soundtrack zu einem eher unerfreulichen Besuch auf einem fremden Planeten. Hier erschafft Ino zum ersten Mal eine Aufnahme, die komplett entkoppelt von jeglicher Zeitwahrnehmung erscheint. Zwar begrenzt ihn hier die Kapazität einer Vinylscheibe, doch auch so entsteht ein fast 30-minütiger Ausflug in eine fremdartige akustische Welt, in der Zeit keine Rolle zu spielen scheint. Heute mag das alles nichts Besonderes sein, doch damals war das ein originelles, faszinierendes Konzept, die Grenzen des Liedformats derartig aufzubrechen. Ein Index of Metals ist hierbei ein großartiges Beispiel für den frühesten Dark Ambient. Wir reden hier von 1975. Wer 1975 einen solchen Sound machte, galt als jemand, der möglicherweise von einem anderen Stern stammte. Das recht ikonografische Cover stammte von dem aus Berlin kommenden Künstler Peter Schmidt, der mit Ino an recht vielen Projekten zusammengearbeitet hatte. Alles in allem ist Evening Star weniger als sein Vorgänger No Pussyfooting dem stringenten Drone-Sound verschrieben und präsentiert mehr eine strukturelle Musik, die aus zahlreichen einzelnen Klangelementen zusammengestellt ist. Diese LP ist ein großartiger Wurf und schrieb deshalb Musikgeschichte. Ganz ungeachtet dessen, wie erfolgreich diese Scheibe bei ihrem Erscheinen sein mochte. Gerade das düstere An Index of Metals stellte damals die Zuhörer vor eine ganz neue Klangerfahrung, die bis dahin für fast alle gänzlich unbekannt war. Ich vergebe hier 4,5 Sterne. Musikhistorisch ein Meisterwerk und ein Meilenstein. Obwohl ich mir dessen bewusst bin, dass die meisten Leute, die über dieses Video zufällig stolpern sollten, davon noch nie etwas gehört haben. Doch genau deshalb mache ich ja diese Videoreihe, ungeachtet dessen, wie wenig das jemanden interessiert. Das war Evening Star von Fripp and Eno aus dem Jahr 1975.